Au! Ah! Ah! Fuck! Ich werde sterben. Ich hab was vergessen. Aua! Aua! Fertig? Ja. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem Gorobai. Herzlich willkommen. Mit dem dahinschmelzenden Gorobai. Hallo, herzlich willkommen, Nefias. Okay, das war mein Wort zum Sonntag. Und das Wort zum Sonntag wurde ihm präsentiert von Nefias. So nervige Nachrichten-Sounds. Das, ich dachte eher, das war so dein Intro. Ach, hast du aber verkackt, ey. Wow. Au, sagt er nur. Wow, hab ich gesagt. Au. Da hast du aber versagt, ey. Hat doch jeder gehört. Bist du ein Zombie oder ein Pigman? Du bist ein Pigman. Wenn ihr das gehört habt, dann like dieses Video. Was macht eine Blue Slime hier? Wenn ihr es nicht gehört habt, schreibt einen Kommentar. Jetzt liken und so, ihr kennt das. Autoliker. Ich sag's euch. Also, ich würde ihn jetzt nicht benutzen, weil ich immer so viele Videos guckst, die du nicht liken willst. Aber ja! Einfach aus Forschungsgründen. Forschungsgründen? Jugendforsch, man lief jetzt auf dem Kanal. Ja. Um da aus Forschungsgründen. Wobei, manchmal wünsche ich mir den schon. Obwohl ich auch also viel von selbst like, muss ich gestehen. Ja, aber manchmal vergesse ich das. Bei einer Playlist vergesse ich das. Ja, das ja. Das sowieso. Und das ist ja so das, was eigentlich nicht... Das, was nicht sein darf. Das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. So etwas darf und kann ich nicht tolerieren. Au! Ah! Ah! Fuck! Ich werde sterben. Ich hab was vergessen. Aua! Aua! Hast du das Zeug, das radioaktive Zeug in... Nein. Okay. Woran sterben wir denn sonst jetzt hier? Aha. An so viel können wir, glaube ich, nicht mehr sterben. Doch, im Nether schon. Oh. Au! Verbrennt der Anzug mich weiter? Ja. Auch wenn ich ihn in der Tasche hab? Die Liste. Du, was? Auch wenn ich ihn in der Tasche hab? Ja. Was ein Mistvieh. Du musst den wegwerfen. Am besten nicht in die Lava. Ich hab ihn in den Knappsack getan, da geht's anscheinend. Okay. In den Knappsack. Jetzt muss ich hier so ganz langsam hochlaufen. Wie so ein Verwundeter, ey. Und ich habe kein Essen mit, das ist noch schlimmer. Oh mein Gott. Ja, du hast doch den Autofeeder. Ja, ich habe ja kein Essen. Oh mein Gott, nee, viel. Und ich werde angegriffen, ey. Alter. Und ja, ich werde sterben. Jawoll. Jawoll. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich in Nether kommen? Ey, ich bin gleich am Portal. Ich muss nur hochklettern. Ich komm zu dir, ich helfe dir. Ich halte den Rücken frei. Jetzt schieße ich ihn ab, pass auf. Nein! Bist du, Nefi? Wo? Da! In einem Portal. Ich halte den Rücken frei! Oh Gott, ey. Kann man die Kühlung vom Anzug noch verbessern? Ja. Oh Gott. Ist aber schon relativ gut. Zieh ich den Anzug ins Wasser hier. Jetzt gehe ich ins Wasser und zieh den Anzug an. So. Genau. Au! Gott. Die Lava-Anzeige. Au! Ich hab noch 2 Herzen, Mann. Es hat gelaggt. Ja, genau. Nein, ohne Mist. Du hast mir auch Äpfel zugeworfen oder so, ne? Ja, damit du was essen hast. Ich hab die nicht gesehen, die sind weg. Ja, den hat er gleich, ja, der hat dich gleich gefüttert. Ach so, stimmt. Ah, das ergibt Sinn. Jetzt habe ich Fleisch dabei. Alles klar. Oh Gott, ey.
Weißt du, fliegst du durch die Hölle und denkst du, warum brenne ich? Ja gut, das ist das nächste. Ja, wir können eine Wasserkühlung reinbauen. Heatsink. Aber das geht aber nur im... Ah ne, warte, im Kopf können wir auch noch einen Heatsink reinpacken. Ja. In die Beine auch. In die Füße auch. Okay. Das Einzige, was ist, ist, dass dieser Heatsink halt... Ja, doch. Könnten wir machen. Power Suit ist von welcher Mod? Ah, da habe ich schon. Schon gut. Ja, Stil fehlt halt, ne? Stil? Muss das kann ich haben wir irgendwo einen Ofen, wo Stein gut gebrannt werden kann? Ja, unten, der Mechanismenofen. Der an das ME ansetzt? Ja, der angeschlossen. Ist angeschlossen, ja. Hä, wieso geht das nicht? Achso, der kann das nicht. Ah, okay, dann muss ich hier dran. Okay. Der hier. Boah, ist der Ofen dann? Der hier. Ein Smelter. Ja. Ist doch wohl schnell genug, oder? Ja. Was willst du damit? Bau? Baust am Slaughterhaus rum, oder was? Ja, ich baue. Ich sehe schon. Ein Schlachthaus. Okay. So. Ein Slaughterhouse. To the Slaughterhouse. Ein davon, okay. Da müssen wir jetzt Redstone reinpacken. Fluid Transposer. So. Gerade mal einen Schluck getrunken. Fuck, wo steht der da? Fuck! Fuck sagt man nicht. Hat er nicht gesagt. War ich an Strom angeschlossen hier? Guten Tag. Ne, mit dir rede ich nicht. Was? Ich hab gehauen, ey. Damn! Moment, nein. Phil. Bill? Phil. Phil Fish. Kennst du den? Phil Fish, nee. Was ist das? Ein bescheuerter Indie-Entwickler. Warum ist er bescheuert? Weil er ganz, ganz komische Ansichten vertritt. Zum Beispiel? Du musst dir mal Videos mit rein. Das ist schwer. Das ist so ein Mensch, der hasst andere und er ist so ein richtig, er ist das für Indie-Spiele, was es für Veganer gibt. Die Überstufe oder was? Ja, sowas, ja. So, also, er ist so ein krass, richtig radikaler Indie-Entwickler. In der Sicht von Indie-Entwicklern, so. Also andere sagen, er ist krass. Er ist richtig krank im Kopf, so ein bisschen. Der denkt zu radikal. So, Menschen, die AAA-Spiele spielen, sind doch krank im Kopf und bescheuert und sowas. Und okay. Wie kann man so ein... Ich meine, er war das.
Und er war sauer auf die Leute, dass sein Spiel... Nee, er hat gesagt, wenn sich sein Spiel nicht ordentlich verkauft, erhängt er sich und so. Und es hat sich nicht ordentlich verkauft, aber er lebt noch. Okay. Das sind ja dann nur leere Worte gewesen. Ja, aber bei ihm weiß man das nicht so. Weißt du, so einer ist das. So, also der, er hätte es auch... Der könnte, hätte es auch durchziehen können. Also dem traut man das zu. Und keinen hätte es überrascht. Ja. Okay, das ist krass. So einer ist das halt. Ein bisschen kaputt im Kopf. Spawner funktionieren nur mit Mob-Essenz, ne? Spawner funktionieren... Die Autospawner, ja. Die anderen Spawner funktionieren halt, weil sie spawnen. So. Was tue ich hier, Leute? Was tue ich hier? Hm. Ups, das war der Crusher, das wollte ich nicht. Das musste rein, das musste rein, das musste rein, das. Krasse Ansichten, ey. Hm. Wir werden immer stiller jetzt, ne? Das ist ja, ich mach gerade was. Ich überlege gerade was hier. Was hast du gemacht? Oh. Ich versuch gerade was. Was denn? Das wirst du sehen, wenn es funktioniert. Spielst du mit dem Powersuit oder was? Ja, gerade schon. Moment. Oh, Nephias hat eine neue Mod entdeckt, die er nicht kennt. Oh, hat das zu wenig Energie? Oh. Kann unser Suit noch mehr Energie haben? Ja, einfach eine Batterie installieren. Flight Control. Elite, die Elite-Batterie also. Weil dann werde ich immer schwerer. Was heißt das? Das heißt, dass dein Suit langsamer wird. Also von der Gehgeschwindigkeit? Ja, und Fluggeschwindigkeit hauptsächlich. Okay. Aber das können wir regeln. Okay. Dann kriegst du einen Muskel rein. Wenn das im echten Leben nur immer so einfach wäre. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ja. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen. Mhm. Redstone. Ich kann auch Herzen bauen, sehe ich gerade. Mache ich mal eben, während das Redstone hier durchbrutschelt. Oh, ich muss niesen. Ah. Gesundheit. Gesundheit. Das hört sich witzig an. War jetzt, glaube ich, auch dramatischer genießt als nötig. Bei DLT dachte ich, als du genießt hast, das ist Oliver. Der war auch krass. Wir dachten, alles wäre Early gewesen, ne? Ja, und dann und Early so, hä, Early. Ich hab nicht genießt. Und Early so, warte. Nach Gesundheit hast du auch gerade genießt, ne? Willst du mich verarschen? Sag mal. Sag ich, Early, hey, chill mal. Early, chill mal. Early, chill mal. Klopf, klopf, klopf. Chill mal dein Leben. Was passiert hier gerade? Achso. Hörst du mich noch? Ja. Hm. Sind gerade Koks und Nutten eingetroffen, oder was ist los? Okay. Ja. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Das hat doch geklopft bei dir. Ja, aber meine Freundin ist da, deswegen habe ich da nicht reagiert jetzt. Okay. Okay.
Eigentlich muss ich das unten noch alles so einstellen, dass die ganzen Ores automatisch geschmolzen werden, aber ich habe gerade keinen Bock. Es ist zu warm, Leute, um das zu machen. Warm, um Engineers aufzunehmen. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, aufnehmen, zum Aufnehmen geht's noch. Aber zum Nachdenken, ist halt schlimm. Ich habe schon bei schlimmerem Wetter aufgenommen und in einer Dachgeschosswohnung, die noch wärmer war als jetzt hier, das hier. War das letztes Jahr, als wir Trust and Betrayal aufgenommen haben, als es immer so warm war? Ja, aber da habe ich ja auch schon hier gewohnt. Aber ja, da war es warm. Trust and Betrayal. Trust and Betrayal, Trust and Betrayal. Es war witzig, dass wir immer zu Trust and Betrayal hinweisen, aber nie auf Wism. Wism war halt nicht so cool. Es war cool, aber Trust and Betrayal war cooler. Wobei ich in Wism die Kämpfe ganz cool fand. Ja. Also in Trust and Betrayal war der außer PvP. Außer die letzten beiden. Ja gut, aber das war halt nervig, weil wir da... Ich hab sogar reingeguckt in die letzten Folgen jetzt. Trust and Betrayal oder Wism? Wism. Und die Duelle von dir und mir. Da haben wir halt auch wirklich hart aufs Fressbrett gekriegt. Ja, es hat auch halt mega abgefuckt. Und es hat einfach nur abgefuckt, weil es dieses übelste Blutmagie-Kack war. Ja. Ohne Blutmagie hätten wir gewonnen. Das weiß ich nicht. Nee, dann wäre es fairer gewesen auf jeden Fall. Ich habe auch gegen Manus verloren, da hat er auch keine Blutmagie, aber es wäre halt fairer gewesen. Und das wäre halt so der Hauptgrund gewesen. Weil hätten wir gewusst, dass Blutmagie so OP ist, hätten wir es vielleicht dann auch gemacht. Aber ja, das hat jeder gemacht. Ja. Und ich mache ungern Sachen, die jeder macht. Ja, aber wenn das halt... So. Power Suit. War ja später auch bei Trust and Betrayal so. Jeder hatte die OP-Sachen und hat nur noch einen Hit gebraucht. Ja. Auf dem Mond, ey. Guten alten Geschichten auf dem Mond. So, Leute. Schon ob wir auf den Mond kommen hier bei Engineers ist noch eine andere Geschichte. Auf den Mond können wir auch noch gehen. Können wir auch noch machen, ne? Ja. Eine Raumstation bauen hier irgendwo. Das würde gehen. Das machen wir noch. Oh. Jetzt habe ich es gesagt. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.